Wenn du gerne gratis Robux hättest, dann bist du in diesem Video auf jeden Fall richtig. Denn heute zeige ich euch alle Methoden, mit denen man wirklich gratis Robux bekommen kann. Und es geht, man kann gratis Robux bekommen. Es gibt verschiedene Methoden dafür, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ach, und wenn ihr mir nicht glaubt und denkt, das Video hier wäre fake, ich kann euch ja mal zeigen, wie viele Robux ich in letzter Zeit so gemacht habe. Und dabei sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich gerade gar nicht so aktiv dabei bin, Robux zu machen. Das sind einfach die Robux, die ich passiv verdiene über die Sachen, die ich vor allem auch in den letzten Gratis-Robux-Videos schon so gezeigt habe. Also das Video ist auf jeden Fall echt. Ich kann euch aber schon mal so viel spoilern. Gratis bekommt man auch nur Sachen, wenn man dafür auf irgendeine Art und Weise arbeitet. Dementsprechend steht die Menge der Robux, die ihr bekommt, immer ungefähr im Verhältnis zu dem Aufwand, den ihr da reinstecken müsst. Wir fangen aber direkt mit Methode Nummer 1 an und Methode Nummer 1 ist Merch. Jeder Spieler kann auf Roblox Merch hochladen. Früher brauchte man dafür Roblox Premium, dementsprechend war das nicht gratis, aber inzwischen kann jeder Merch hochladen. Da gibt es nur einen einzigen Nachteil und zwar, man braucht mindestens 10 Robux Startkapital. Das ist ein großer Nachteil, wenn man 0 hat. Kann man mit Merch keine Robux verdienen. Aber wenn man nur 10 Robux hat und das richtig anstellt, kann man diese 10 Robux dann direkt vermehrfachen und mit den neuen Robux sich noch mehr Merch hochladen und daraus ein Imperium aufbauen. Und das nächste Problem ist, mit Merch Robux zu verdienen, ist gar nicht mal so leicht. Ich werde euch gleich erklären, wie das alles geht. Ich hätte vielleicht auch noch sagen sollen, dass ich euch Methoden zeige, die sowohl am PC als auch am Handy funktionieren und wie es funktionieren wird. Man hätte ich mir meinen Plan für dieses Video gemacht, aber ich laufe mal hier hinten hin. Ich bin nämlich gerade in meinem eigenen Roblox-Spiel drin und hier gibt es solche kleinen Merch-Stände, in denen man sich den Merch angucken kann, den ich verkaufe, mit dem ich tatsächlich auch Robux verdiene. Und hier ist so 3D-Layered-Clothing-Merch dabei, wie dieses Shirt, das ich hier drunter trage. Das kann man sich hier zum Beispiel kaufen, da. Aber hier ist auch 2D-Merch dran, den ich unter diesem Shirt drunter trage. Und 2D-Merch ist der, den jeder hochladen kann. Wenn ihr 3D-Merch hochladen wollt, dann könnt ihr damit erstens sehr viel mehr Robux verdienen, aber das Problem ist, das kann leider nicht jeder machen, dafür braucht man UGC-Access. Wenn ihr wollt, kann ich zu UGCs nochmal ein eigenes Video machen, das ist aber ein kompliziertes Thema und da kommt man nicht einfach so rein. Dafür müsst ihr wirklich skilled sein und sehr viel Arbeit reinstecken. Aber wenn ihr es soweit geschafft habt, dann könnt ihr 3D-Merch hochladen und 3D-Merch bringt wirklich fett Robux rein. Was ihr aber machen könnt, ist 2D-Merch. Das sind einfach nur Bilder, die dann auf den Roblox-Charakter raufgelegt werden. Und damit kann man dann auch noch ein paar Robux verdienen, wenn man sie richtig vermarktet. Und ich denke, ich fange erstmal an, euch zu sagen, wie das am Handy geht. Weil am Handy gibt es einige Apps, die ihr euch aus dem Play Store oder aus dem App Store herunterladen könnt, die es euch erleichtern, Roblox Classical Clothing zu erstellen. Im App Store und auch im Play Store gibt es zum Beispiel die App MakerBlocks. Die habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder zweimal angeguckt. Damit kann man 2D-Clothing erstellen. Sucht einfach nach MakerBlocks oder sucht nach Roblox-Clothing oder Roblox-Merch und achtet natürlich darauf, dass ihr euch dann nur Apps holt, die gute Bewertungen haben, die auch schon viel heruntergeladen wurden. Nicht, dass ihr euch irgendeinen Schwachsinn runterladet. Und wenn ihr in diesen Apps dann euren Merch erstellt habt, dann könnt ihr den natürlich speichern als PNG-Grafik. Das machen die Apps für euch. Und diese PNG-Grafik könnt ihr dann auf Roblox hochladen. Und das zeigen wir euch jetzt. Auf der Roblox-Webseite könnt ihr nämlich oben auf Erstellen drücken. Wenn ihr die Roblox-App auf eurem Smartphone verwendet, dann müsst ihr in euren Browser gehen, also Google, Chrome oder Safari oder welchen Browser ihr auch installiert habt und dort www.roblox.com eingeben und euch dann anmelden mit eurem Roblox-Namen und dem Passwort. Wenn ihr die Sachen nicht wisst, dann versucht doch nicht gratis Robux zu bekommen, weil es ist ganz wichtig, dass ihr eure Accountdaten wisst, bevor ihr natürlich versucht, irgendwie Wert auf euren Account zu bringen. Sonst ist es nämlich super dämlich, dann habt ihr den Account irgendwann verloren und die Robux, die ihr euch dafür verdient habt, auch. Also Schritt Nummer 1 ist natürlich, wisst eure Zugangsdaten. Wenn ihr dann oben auf Erstellen gegangen seid, dann landet ihr in diesem Creator Hub und in dem Creator Hub könnt ihr dann links auf Schöpfungen gehen oder wenn ihr am Handy seid, habt ihr oben links so drei Striche, da tippt ihr rauf und geht dann auf Schöpfungen. Dort geht ihr dann oben auf Avatar-Artikel und landet dann wahrscheinlich schon bei klassische T-Shirts. Die wollt ihr aber nicht hochladen. Klassische T-Shirts sind nämlich einzelne Bilder und die lassen sich echt nicht gut verkaufen. Was ihr wahrscheinlich wollt, sind klassische Shirts oder klassische Hosen. Und ihr seht, ich habe schon mal andere Videos gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie das geht. Da habe ich die dann hochgeladen und einfach so Corny-Merch gemacht, mit dem ich halt auch schon wieder Robux verdient habe. Ihr geht einfach auf Objekt hochladen, wählt da dann eure PNG-Datei aus, die ihr mit der App erstellt habt. Gebt ihr einen Namen, eine gute Beschreibung, wo dann auch Text drin sind, dass es gefunden wird. Und dann müsst ihr euren Merch natürlich noch an den Mann bringen. Wenn ihr eine Roblox-Gruppe erstellt habt, das kostet natürlich auch 100 Robux, eine Roblox-Gruppe zu erstellen, dann könnt ihr vorher auch hier oben bei Creator Hub auf euer Profil gehen und dann die Gruppe auswählen. Zum Beispiel Club und dort dann auf Avatar-Artikel gehen. Und dann seht ihr hier, haben wir nicht nur Klassiker, sondern auch schon Accessoires und Kleidung freigeschaltet. Denn hier wurden Shirts hochgeladen. Und diese Shirts, die bringen ordentlich Robux rein.
Wenn wir mal auf dieses Shirt hier gehen, ich weiß gar nicht, ob wir dafür Statistiken bekommen. Zumindest nicht auf dieser Seite hier. Damit hat die Gruppe auf jeden Fall sehr viele Robux verdient, aber da steht auch, derzeit können nur UGC-Programmmitglieder limitierte Artikel veröffentlichen. Ich bin kein UGC-Programmmitglied, das heißt, ich kann es nicht limited machen und ich konnte das auch nicht hochladen. Hochgeladen hat das nämlich der liebe Pharos für mich. Da geht einmal ein Riesendanke an Pharos raus, der hat sich nämlich die Mühe gemacht, sich fürs UGC-Programm zu bewerben und hat dafür natürlich total viele Sachen erstellt, auf Twitter gepostet und hat sich ein Portfolio aufgebaut, um ins Programm aufgenommen zu werden, und der hat für mich dann die Sachen in die Gruppe hochgeladen. Also danke, Pharos, dafür, dass du uns 3D-Merch ermöglicht hast. Aber das ist nun mal die Sache. Merch lässt sich ziemlich leicht erstellen, die Einstiegshürde ist ziemlich gering, aber ihr werdet damit wahrscheinlich nicht viele Robux verdienen, weil ihr müsst jemanden finden, der es kauft. Und klassische Shirts werden im Roblox-Avatar-Katalog einfach nicht mehr gesucht und nicht mehr gekauft. Das heißt, ihr müsst irgendwie Leute finden, die Robux dafür ausgeben wollen. Das ist schwieriger. Aber damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Methode, und zwar Donations. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr eure Shirts, aber nicht nur Shirts, sondern auch Sachen, die ihr gratis erstellen könnt, an den Mann bringen könnt. Und die beste Möglichkeit dafür ist aktuell immer noch das Spiel Please Donate. Es gibt auch inzwischen schon andere lustige Donate-Spiele, aber am besten sind immer die Spiele, die die meisten Spieler haben, weil da könnt ihr natürlich die meisten Kunden finden. Und dementsprechend gehen wir mal rüber auf die Roblox-Webseite und suchen nach Please Donate. Also gebe ich hier oben in die Suchleiste ein PLS Donate, such danach in Erlebnissen. Da sehen wir schon, Please Donate hat gerade 16.000 Spieler und dann gehen wir da einfach mal rein, denn das ist ein Spiel, in dem ihr ohne großen Aufwand gratis Robux bekommen könnt. Und dafür gehen wir in dem Spiel einfach mal zu einer Booth. Hier, die hier ist nicht beansprucht, da geht man dann hin, drückt E, hat eine Booth geclaimed und ihr seht, bei mir sind da jetzt schon ganz schön viele kleine Produkte, die man bei mir kaufen kann, und ihr werdet standardmäßig vielleicht gar nichts haben. Ihr seht, ich habe auch in Please Donate schon 2.900 Robux verdient. Das ist jetzt gar nicht so viel, aber ich denke, dafür, dass ich so wenig Zeit in Please Donate verbracht habe und viel mehr Zeit in Crafters Donate als damals verbracht habe, ist das schon eine ganz schöne Menge. Da geht auch einmal ein Danke an die Leute raus, die mir Robux gespendet haben, weil in Please Donate kann man auch Spenden bekommen, wenn man nicht online ist. In meiner Videobeschreibung ist immer ein Link für Offline-Spenden und die kann ich mir einmal angucken. Hier steht nämlich Geschenke und ich gucke mir die jetzt einmal an. Da kamen nämlich tatsächlich wieder ein paar Offline-Spenden rein, die ich natürlich nicht regelmäßig angucke. Juna hat mir 7 Robux gespendet am 3. Januar und meinte, donate mich mal morgen um 15 Uhr. Am 4. Januar um 15 Uhr war ich nicht mal in Roblox drin. Leider kann ich den Namen hier nicht kopieren und dementsprechend nicht zurückdonaten. Kann ich einen Video, wäre richtig cool, danke. Du hast es ins Video geschafft, Olivia, und vielen lieben Dank für deine 7 Robux. Es freut mich sehr, am 31. Dezember, also an Silvester, wurden mir 7 Robux gespendet, dankeschön. Dann haben wir noch am 12. Dezember eine Offline-Spende von Leon, vielen lieben Dank. Und sogar eine 20 Robux-Spende habe ich von Tong4 bekommen. Ich bin sehr nett, du bist wirklich sehr nett. Dankeschön. Am 3. Dezember von xInfinite 7 Robux bekommen. Und dann nochmal 20 Robux. Möchtest du mich bitte in deinem nächsten Video erwerben, please? Nee, sorry, ich handle nicht mit Menschen. Aber vielen Dank für die 20 Robux, Max. Und hallo Lollipop, danke für die 7 Robux. Und ihr seht, ich war lange nicht mehr drin. Wir sind hier schon am 20. Oktober. Ich liebe deine Roblox-Studio-Videos, die helfen mir so sehr. Das freut mich immer sehr. Danke für die 7 Robux. Und hi, ich liebe deine Videos am 16. Oktober von I'm Only Human. Vielen lieben Dank. Über den Link in der Videobeschreibung kann man mir halt offline spenden. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr selbst Online-Spenden einrichtet, dann guckt euch mal das Video, das ich oben auf dem i verlinkt habe, ein. Da erkläre ich nämlich, wie man in Please Donate Game Pässe und sowas erstellt. Das Video ist ein bisschen veraltet. Die Sachen, die ich auf der Webseite zeige, haben inzwischen andere Namen. Wenn ich dazu ein Folgevideo machen soll, dann schreibt sie bitte in die Kommentare, falls ihr damit nicht klarkommt. Ich denke aber, man sollte mit ein bisschen Common Sense noch mit dem Video klarkommen. Wenn ihr trotzdem ein Folgevideo wollt, schreibt mir einfach neues Please Donate Video in die Kommentare. Schreibt einfach neues Please Donate Video und dann mache ich das in den kommenden Wochen irgendwann. Aber ich sollte jetzt vielleicht noch einmal grob erklären, wie man denn jetzt Sachen dort anbietet. Please Donate scannt euren Roblox-Account, ob es dort irgendwelche Sachen zu kaufen gibt. Wenn es Sachen zu kaufen gibt, dann werden die hier reingepackt. Ihr seht hier mein Donation-Shirt, habe ich ja eben erklärt, wie man Shirts erstellt. Die sind hier zu sehen. Aber Shirts kosten ja 10 Robux, wenn man die hochladen will. Und ihr wollt gratis Robux machen und dafür gibt es auch eine Möglichkeit. Und ihr seht hier oben, Spende. 420 Robux Spende und das ist kein Shirt, das ist ein Game Pass, den ich gratis hochgeladen habe. Das hier ist ein Game Pass, den ich gratis hochgeladen habe und das hier ist ein Game Pass, den ich gratis hochgeladen habe und die habe ich alle in Videos gemacht, in denen ich das schon mal erklärt habe. Game Pässe könnt ihr über die Roblox Webseite erstellen und dafür geht ihr auch wieder oben auf Erstellen. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. Ihr geht oben wieder auf Erstellen auf der Webseite. Am Handy, wie gesagt, immer auf die Webseite gehen, in der Roblox App geht das nicht. Geht dann diesmal auf jeden Fall auf euer Profil, dann auf Schöpfungen und dort hat jeder von euch auf jeden Fall mindestens ein Spiel, weil jeder Account kommt mit einem Standard-Place. Wenn nicht, dann könnt ihr ein Erlebnis erstellen, aber ist nicht wichtig. Ihr klickt einfach auf irgendein Erlebnis, das ihr unten habt. Ich gehe mal auf RSL, weil das benutze ich immer für meine Roblox-Studio-Lern-Videos. Wenn ihr darauf geklickt habt, dann müsst ihr
Am Handy natürlich wieder oben links auf die drei Striche gehen, damit dieses Menü hier kommt. Dann geht ihr unten auf Pässe und dann steht da ein Pass erstellen. Ich mache die Seite mal wieder groß. Hier könnt ihr dann einfach auf ein Pass erstellen gehen. Ihr braucht inzwischen keine Bilder mehr für eure Gamepässe. Alles, was ihr nur noch braucht, ist einen Namen. Und den Namen nenne ich jetzt einfach mal Robux Spende. Danke für deine Spende, schreibe ich hier rein. Und kann auf Pass erstellen gehen. Das ist komplett kostenlos. Man muss nicht einen einzigen Robux ausgeben. Und dann hat man hier seine Robux Spende. Da könnt ihr dann nochmal raufklicken. Geht dann links auf Verkäufe. Ihr müsst auf dem Handy natürlich wieder auf die drei Striche gehen und dann auf Verkäufe. Und dann sagt ihr hier Artikel zum Verkauf und schreibt dann einen Preis rein. Zum Beispiel nehmen wir jetzt hier 187 Robux. Gehen auf Änderung speichern und das wär's dann schon. Damit habt ihr einen gratis Game Pass erstellt, den ihr im Please Donate verkaufen könnt. Die einzige Sache, auf die ihr noch achten müsstet, ist, euer Erlebnis muss natürlich öffentlich sein. Meins ist privat, dementsprechend wird Please Donate diesen Game Pass nicht finden. Aber euer Spiel sollte standardmäßig öffentlich sein. Das sollte jetzt nicht euer Problem sein, weil das Standarderlebnis, das jeder Roblox-Account bekommt, ist immer öffentlich. Wenn ihr den Game Pass erstellt habt, geht natürlich nochmal in Please Donate rein, claimt euren Stand und dann ist der Game Pass hier auf jeden Fall dabei. Bei mir nicht, weil das Spiel nicht öffentlich ist. Ihr könnt euren Stand dann natürlich auch bearbeiten, indem ihr hier nochmal E drückt, könnt dann den Text bearbeiten und das ist das Wichtigste. Ihr müsst natürlich Leute auch dazu überzeugen, für euch Robux auszugeben. Und das macht ihr, indem ihr hier irgendwas Überzeugendes reinschreibt. Donation ist gleich you are cool, schreibe ich einfach mal rein. Das ist natürlich jetzt nicht so überzeugend. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Gegenleistung anbieten. Es gab früher Leute, die meinten, yo, ich werde für euch einmal springen, wenn ihr donatet oder sowas. Seid kreativ. Die kreativsten Ideen verdienen natürlich die meisten Robux. Und wenn ihr hier die ganze Zeit einfach nur rumsteht, wartet und nichts macht, dann werdet ihr wahrscheinlich nichts verdienen. Aber je länger ihr Zeit in dem Spiel verbringt, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass jemand euch irgendwann einfach mal donatet. Das ist einfach nur eine Sache von Zeitaufwand. Seid ihr bereit, in diesem Spiel Zeit zu opfern? Wenn ja, dann werdet ihr wahrscheinlich gratis Robux verdienen. Und wenn ihr dann auch noch bereit seid, ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken und irgendetwas Cooles anzubieten, dann kann daraus auch wirklich was werden. Aber kommen wir nun zur dritten Methode. Methode Nummer 3 ist Microsoft Rewards. Ich nenne spezifisch Microsoft Rewards, weil die wahrscheinlich wirklich der beste Kandidat aus dieser Kategorie inzwischen geworden sind. Es gibt natürlich viele verschiedene Programme, bei der ihr irgendwas machen könnt, um Punkte zu verdienen und mit diesen Punkten. Und diese Punkte könnt ihr dann irgendwann auszahlen für Robux Gift Cards. Eine Sache bei solchen Programmen ist, ihr müsst halt wirklich viel, viel Arbeit reinstecken und kriegt dann irgendwann eine Belohnung zurück. Microsoft Rewards ist ein Programm, für das könnt ihr euch einfach anmelden. Googelt einfach Microsoft Rewards. Wahrscheinlich müsst ihr euch den Edge-Browser installieren, dort dann Sachen googeln, irgendwelche Aufgaben erfüllen. Manchmal muss man sich Werbung angucken, manchmal muss man Webseiten aufrufen, manchmal muss man einfach nur bei Bing irgendwas suchen. Dadurch bekommt ihr Punkte und wenn ihr genug Punkte habt, dann könnt ihr diese Punkte euch auszahlen lassen für verschiedene Sachen, unter anderem auch für Roblox-Guthaben. Aber das Problem bei Microsoft Rewards ist auch, dass man nicht immer für Robux-Guthaben die Punkte ausgeben kann. Das geht manchmal, manchmal nicht. Manchmal müsst ihr halt einfach, wenn ihr genug Punkte habt, warten, bis es wieder im Angebot ist. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil in meinen letzten gratis Robux-Videos immer wieder Leute meinten, also ich verdiene meine gratis Robux immer mit Microsoft Rewards. Es ist viel Arbeit, aber wenn ihr bereit seid, immer mal nebenbei so ein bisschen was dafür zu machen, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch mal so eine 10 Euro Roblox-Karte zusammen und das sind dann auch 800 Robux. Das Gute an der Methode ist, das geht sowohl am Handy als auch am PC, es ist komplett gratis und es ist nicht so sehr vom Zufall abhängig wie die ersten beiden Methoden, weil bei den ersten beiden Methoden müsst ihr natürlich darauf hoffen, dass euch jemand Merch abkauft, beziehungsweise dass euch jemand donatet. Bei Microsoft Rewards bekommt ihr eure Belohnung für eure Arbeit, die ihr leistet. Aber wo ihr auch eure Belohnung für die Arbeit bekommt, und zwar viel, viel größere Belohnungen, aber dafür auch sehr viel mehr Arbeit leisten müsst, ist Methode Nummer 5. Methode Nummer 5 ist die beste Methode, um gratis Robux zu verdienen. Es ist sehr viel Arbeit. Man muss sehr viel Aufwand reinstecken, erstmal damit anzufangen, aber wenn man es getan hat, dann lohnt es sich wirklich. Ich weiß, wovon ich spreche, weil die meisten Robux verdiene ich tatsächlich dadurch und ich mache es nicht mal so viel. Ich mache es halt wirklich nicht so viel. Ich kenne aber andere Leute, die ihr kompletten Lebensunterhalt damit verdienen, weil diese Leute haben Roblox-Spiele entwickelt. Roblox-Spiele entwickeln ist gar nicht mal so schwer. Man muss halt erst mal natürlich Luau lernen. Man muss sich mit Roblox Studio auseinandersetzen und dann braucht man natürlich auch eine Idee. Aber man kann tatsächlich, wenn man das alles gemacht hat, erstmal anfangen mit so ganz basic Spielen. Man kann sich eine Obby erstellen und die hochladen. Wenn die einen lustigen Namen bekommt oder ein gutes Topic bekommt, dann erreicht die Obby halt auch ein paar Spieler und über diese Spieler bekommt man Robux-Einnahmen. Wenn man sich das zutraut, kann man dann weitermachen mit einem Roleplay-Spiel, mit einem Tycoon, mit einem Simulator. Und irgendwann, wenn ihr vielleicht eine gute Idee für ein richtiges, krasses Spiel habt, dann könnt ihr euch natürlich auch daran setzen. Aber das schlage ich natürlich nur Leuten vor, die wirklich schon viele
viele Sachen in Roblox Studio gemacht haben, weil niemand schafft es, einfach so anzufangen mit Roblox Studio und dann direkt ein Banger-Spiel zu produzieren. Das ist nicht möglich. Aber ich kann euch natürlich mal ein paar Kleinigkeiten zeigen, die beweisen, dass man auch mit kleinen Spielen ordentlich Robux verdienen kann. Einerseits habe ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht sogar schon, weiß ich gar nicht, ein gratis Robux-Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie man eine Obby erstellt. Habe diese Obby damals auch zum Download angeboten und gemeint, ladet die einfach selber auf eurem Account hoch, guckt, wie viele Robux ihr bekommt. Wenn ihr da nichts großartig draus macht, werdet ihr wahrscheinlich nur ein, zwei Spieler im Monat erhalten, aber trotzdem kommt da schon Robux zusammen. Und ja, auf dem Account sind inzwischen Robux zusammengekommen. Denn wenn ich mich jetzt anmelde auf den Account, den ich damals erstellt habe, um diese Obby hochzuladen, dann seht ihr erstens, wir haben natürlich schon über 1000 Spieler in dieser Obby gehabt. Wir können hier auf Schöpfungen gehen und sehen da, dann beenden sie die Obby für Geld. Das hat 5000 Besucher, das sind halt echt nicht viel. Aber dafür, dass ich einfach nur eine Obby kopiert habe, hochgeladen habe mit kopierten Bild, kopierter Beschreibung, alles geklaut eigentlich, ist es doch schon ziemlich krass, dass dieser Account aktuell 1662 Robux hat und ich habe vor ein paar Monaten erst alle Robux ausgezahlt und auf meinen Hauptaccount draufgeschoben. Das heißt, das hier sind die Robux, die in maximal 6 Monaten zusammengekommen sind, obwohl der Account wirklich weg war. Der Account hat nichts gemacht. Ich war damit nicht online, die Obby hat keine Updates bekommen, sie wurde nicht promoted. Es kommen einfach immer wieder ein paar Robux zustande. Ihr seht, in den letzten 30 Tagen waren es nur 27 Robux, aber es gab halt auch Monate, in denen es mal mehr Robux waren. Ich gehe mal hier auf Gruppen, gebe da ClubBased ein, gehe natürlich auf meine Roblox-Gruppe ClubBased, dann auf den Shop und ich denke, ich werde mir selbst jetzt auch erstmal wieder ein paar Robux gönnen, indem ich mit diesem Account den Based Merch aufkaufe. Wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Abgesehen davon habt ihr dann natürlich coolen Merch, mit dem ihr ClubBased representen könnt. Wenn ihr keine Ahnung habt, wer ich bin und euch nicht wirklich für mich interessiert, müsst ihr das natürlich nicht machen. Ich weiß, dass einige Leute hier nur raufklicken, weil sie gratis Robux haben wollen. Aber ich denke mir, ich schiebe jetzt erstmal ein paar der Robux zu mir rüber. Ist natürlich nicht gerade die beste Methode, um Robux rüber zu schieben, weil da immer einige Gebühren abgehen. Und die Base-Merch-Einnahmen natürlich nicht 100% an mich gehen, sondern die gehen in die Gruppe und werden dann aufgeteilt zwischen mir, Felix und Victor. Aber das meiste kriege ich, weil auch das meiste ich gemacht habe. So, ich habe mich jetzt eingedeckt mit Based Merch und die letzten paar Robux, die werde ich natürlich auch donaten und gehe dementsprechend wieder auf Info und joine, bewerte alle Roblox-YouTuber. Mein persönliches Lieblingsspiel, natürlich nicht, aber es ist halt ein Roblox-Spiel, das ich in der Gruppe erstellt habe. Dann laufe ich hier mal durch, lasse natürlich ein Like bei meinem Lieblings-YouTuber Wilde Pommes da und das Donation-Board lädt nicht so schnell, weil ich direkt durchgelaufen bin, aber ich donate natürlich erstmal 1000 Robux. Danach habe ich noch 212 übrig. Bam, 1000 Robux donated und die letzten Robux, die gebe ich natürlich auch aus für meine Lieblingsgruppe ClubBased. So, gemacht. Ich bin jetzt auf dem Donation Board. Vom letzten Mal noch auf Platz 7. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich dann schon auf Platz 5 landen. Aber ich habe jetzt nur erklärt, dass ihr Roblox Studio lernen sollt. Aber ich habe nicht wirklich erklärt, wie das Ganze geht. Wenn ihr wissen wollt, wie man Roblox-Spiele erstellt und damit dann Robux verdienen soll, dann schaut euch meine Roblox Studio Lernserie an. Da erkläre ich es euch wirklich Schritt für Schritt für Anfänger von Null auf. Diese Methode geht natürlich nur für Leute, die einen Laptop oder einen PC haben. An einem Handy geht das nicht. Oben auf dem i ist die Playlist verlinkt. Es wird aber eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Das kann ich euch versprechen. Diese Zeit wird sich aber wirklich lohnen, weil wenn ihr es richtig macht, dann könnt ihr nicht nur ein paar gratis Robux verdienen, sondern ihr könnt später euer Lebensunterhalt damit finanzieren. Ich weiß zufälligerweise von Leuten, die das tun und die verdienen wirklich nicht wenig Geld damit. Denn diese Robux, die man so verdient, die kann man in echt Geld auszahlen. Aber ich finde, diese 1000 Robux, die der Account jetzt in einem Jahr verdient hat oder so, die sind kein gutes Argument. Ich gehe mal auf einen anderen Account und das Ganze ist ein anderer Account, auf dem ich vor etwa einem halben Jahr zwei Roblox-Spiele veröffentlicht habe. Ein Roleplay-Spiel und eine Obby. Das Roleplay-Spiel hat so mittelmäßig performt und die Obby hat sehr, sehr gut performt, weil ich mich für ein gutes Thema entschieden habe, weswegen die Obby einfach gespielt wird. Ihr seht, ich habe ziemlich viele Robux ausgegeben. Das liegt daran, dass ich mir das Geld einfach selber ausgezahlt habe, weil warum nicht? Wenn ich Robux verdiene, dann möchte ich die auf meinen Conny-Account rüberschieben. Und ihr seht halt auch, ich habe hier 27.000 Robux durch Warenverkauf verdient. Und 13.000 Robux durch Gruppen-Premium-Auszahlungen. Gruppen-Premium-Auszahlungen bekommt ihr einfach nur, weil Roblox-Spieler, die Roblox-Premium haben, euer Spiel spielen. Warenverkauf bekommt ihr, wenn ihr in eurem Spiel Developer-Products oder Game-Pässe verkauft. Ausstehende Robux sind gerade 69. Die Spiele wurden nie promoted. Ich habe nie Robux ausgegeben für Werbung. Die habe ich einfach nur online gestellt. Und weil das einfach Spiele mit einem passenden Thema waren, die dann auch gesucht und gefunden werden, habe ich damit diese Robux verdient. Und ich kann euch sagen, die Spiele waren kein großer Aufwand für mich, weil ich Roblox Studio kannte, habe ich
die Spiele super schnell erstellt, hochgeladen, dann einfach abgewartet und die Robux kamen und kamen und kamen. Ich kann mal oben auf Erstellen gehen und kann euch mal die Statistiken des Spiels der letzten 90 Tage zeigen. Täglich aktive Nutzerinnen, die gehen gerade ziemlich nach unten, liegt aber auch daran, dass das Thema von der Obby inzwischen schon outdated ist. Ich müsste das Spiel updaten, indem ich einfach nur den Namen ändere und dann würde es wieder Spieler bekommen, aber ich habe es nicht geupdatet. Ich habe keine Arbeit mehr in das Spiel reingesteckt und dementsprechend gehen die Spielerzahlen runter, sind aber trotzdem immer noch sehr hoch. Teilweise waren sie sogar über dem Durchschnitt der Top 10.000 Erlebnisse. Nutzerinnen, die gespielt haben, gehen auch runter, aber es sind halt wirklich gute Statistiken. Die Spielzeit ist ziemlich gering, weil es halt nur eine billige Obby ist. Dementsprechend ist auch die Tag 1 Beibehaltung nicht so gut. Wenn man natürlich bessere Spiele macht, performen sie besser und dann bringen sie noch mehr Robux ein. Die täglichen Einnahmen von 52 sind halt echt niedrig. Die waren vor allem vor ein paar Monaten noch ein bisschen höher, als das Thema aktueller war. Aber es gibt immer mal wieder die Tage, an denen dann ein paar Robux zustande kommen, weil Leute sich Developer-Products oder Game-Pässe kaufen. Aber das waren sie, meine 5 Methoden, um gratis Robux zu verdienen. Von Methode 1, die sehr leicht ist, aber sehr wenig Robux bringt, bis Methode 5, die ziemlich schwer ist, aber auch super viele Robux bringt. Was ist eure Lieblingsmethode und was möchtet ihr machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, ob ich ein Folgevideo zu Please Be Made oder vielleicht auch noch ein paar Videos zu Roblox Studio machen soll. Denn wenn ihr keine Kommentare schreibt, dann mache ich es nicht. Warum sollte ich auch? Außerdem könnt natürlich auf das Video klicken, das euch hier jetzt eingeblendet wird. Das war's. Bis dann und ciao!